Guten Abend, meine süßen Schneckchen. Heute mache ich wieder bei einem Tag mit. Ich hoffe, es langweilt euch nicht allzu sehr. Die liebe Miss Sydney 09, also die Mel hat mich mal wieder getaggt. Ich ist unglaublich, wie oft ich von dir getaggt werde. Das ist einfach nur genial. Und entschuldigt bitte heute das Licht. Es ist heute very dunkel. Ich krieg's leider heute nicht besser hin. Aber das ist eh nur so Frage-Antwort. Von daher denke ich, geht's. Fangen wir gleich an. War es, also Frage 1, war's, bist du in der Schule? Warst du in der Schule frech zu Lehrern? Oh, auf jeden Fall, ey. Ich habe mich dauernd mit denen angelegt, ey. Aber da kennt er mich ja, ich und meine Sprüche, ne? Und Miezen. Frage 2. Hast du manchmal Anfälle, die du dir selber nicht erklären kannst? Ja. So ein Shoppinganfall, ein Tobsuchtsanfall, ein Putzanfall, ein... Ich mache aus einer Mücke einen Elefantenanfall. Ich schreie einfach wild durch die Gegend rum, bis mir schlecht wird und ich kotze anfange. Lol, was ist das für eine Frage? Drittens, wenn du isst, kaust du mit offenem oder mit geschlossenem Mund? Eigentlich mit geschlossenem, aber momentan habe ich mit meiner Allergie zu kämpfen. Der eine oder andere hört vielleicht noch, dass ich öfters nasal rede. Und da ist es schon sehr schwierig, Luft zu holen mit dem Mund, gleichzeitig zu kauen und dabei attraktiv zu wirken. Also, das ist nicht so einfach. Dann Frage 4, telefonierst oder schreibst du lieber SMS? Ich telefoniere lieber, es geht ein bisschen schneller. Früher war ich voll der SMS-Junkie, heute nicht mehr. Fünftens, wenn du schlafen gehst, schlafst du schnell oder langsam ein? Ich bin eigentlich total die Nachteule. Ich kann nachts viel mehr machen und tagsüber schlafen. Dann, wo bin ich? Frage 6, welches dieser Dinge kannst du nicht berühren? Bitte was? Pfirsiche, Vasen, Wiesen, Holz, Drähte. Da kann man doch alles berühren. Was ist denn das für eine Frage wieder? Welches dieser Dinge kannst du nicht berühren? Pfirsiche sind lecker. Vasen fasse ich nicht unbedingt an, weil ich keine Blumen hier haben kann und darf. Wiesen, weil ich ja gegen Gräser allergisch bin. Holz, ja doch, es sei denn, es ist nicht da abgesäbelt oder wie. Ja, ihr wisst, was ich meine. Drähte. Ich glaube, mit Drähten und so habe ich öfters im Alltag zu tun. Komische Frage. Egal. Siebtens. Welches Wort sagst du am öftersten? Gibt es das Wort öftersten eigentlich? Sagen wir mal, wenn ich mich aufrege, sage ich ganz oft Mokkaido oder leck me in the afternoon. Weil bei uns in der Praxis kannst du ja nicht einfach mal sagen, wenn dich was aufregt, leck mich am Arsch oder... Jetzt werde ich richtig vulgär. Achtung, Arschloch oder sonst irgendwas. Also heißt das... Mokkaido oder Leck me in my afternoon. das ist so unser Insider. Das muss jetzt keiner verstehen oder lustig finden. Das ist einfach unsere Praxisphilosophie. Keine Ahnung, Slang, was weiß ich. Oder was sagst du am öftersten? Gell, sag ich ganz oft. Oder Spür. Keine Ahnung. Was sage ich denn so oft? Was sage ich oft noch? Was denn da los? Frage 8. Deine liebsten Sprachen und warum? Ich kann es nicht, aber ich liebe die französische Sprache. Das ist so eine wohlschöne, wohltuende, schöne, anschauliche, anzuhörende Sprache. Genauso gerne höre ich Griechen oder wie heißen die denn nicht? Mexikaner? Und nicht Portugiesen. Wie heißen die Leute? Kubaner, die haben auch eine, die schreien, du denkst, die schreien sich die ganze Zeit an, das ist so geil, und dabei sagen so, hey, ich hab dich lieb, hey, ich hab dich auch lieb, lange, voll krass und sowas, das ist voll geil. Dann neuntens, kann es sein, dass du manchmal wegen Kleinigkeiten austickst? Oh ja, yeah. Total. Also ich bin so das typische Zickenproblem, wenn irgendwas nach meiner Nase hier zu Hause zumindest läuft, Ärger angesagt. Moment, wenn du mir das Ding da runter... knallst. Ich schwör's dir, du fliegst durch den ganzen Raum. Miau. Ich bin so süß und niedlich und klar. Ey, die ist immer noch rollig, ey. Kann mir mal übrigens einer beantworten, wie lange eine Katze rollig sein kann? Ich will die sterilisieren lassen. Und die ist dauernd immer noch, die reibt sich gerade hier an meinem... Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein bisschen krank? Guckt mal. Oh, da ist eine Kante. Die ist ja so toll. Ja, ich rauche übrigens keine Wasserpfeife, die steht nur da zur Deko, aber ich habe mal geraucht. Ist das so schlimm, mein Schatz? So schlimm? Na, ist egal.
Leck mich in die Afternoon. Ich habe schon eine komische Katze. Bisschen, ist wieder so dunkel, Entschuldigung. So ein bisschen wie ich irgendwie. Ey, das Licht ist echt scheiße, ey. Tut mir furchtbar leid, aber ich krieg's heute nicht heller, auch wenn wir draußen noch Tageslicht haben. Sorry. Dann, Frage 10. Schlabber oder schöne Klamotten? Schöne Klamotten. Elfen, Schminke oder lieber natürlicher Typ? Kann man nicht natürlicher? Ach, stelle ich mal eben um, ey. So ist noch ein bisschen besser, glaube ich. Sorry. Oder ist auch so? Ja, ist egal. Nee, so ist besser, egal. Schlabber, nee, Quatsch. Schminke oder natürlicher Typ? Man kann doch mit Schminke natürlich aussehen, aber ich bin eher so der extremere Typ. 12. Uhu-Stift oder Flüssig-Uhu? War das jetzt ein Freak, der das wissen wollte, der hier so dran schnüffelt oder was? Gar nichts von beiden. Tesa. 18, Schlange oder Katze? Schlange oder Spinne? Was soll das heißen, Schlange oder Spinne? Wovor ich was eher Angst habe? Spinnen wir im Alltag, aber Schlangen sowieso. Frage 14, bevorzugst du eher Schüchterner oder Macho-Typ? Sowas zwischendrin, so wie mein Macker. Aber pst. 15, so eine letzte Frage. Sommer oder Winter? Ganz klar der Sommer. Frühling kann von mir aus auch gestohlen bleiben. Ich brauche Hitze, ich brauche keine Pollen. Winter hasse ich sowieso, bis in den Herbst so reingeht und dann am besten wieder Sommer. Ja, das waren so die 15 Fragen zum, wie heißt der Tag eigentlich? Crazy Tag. Und ja, wen tagge ich jetzt? Ich probiere mal mein Glück. Ich gucke jetzt mal wieder hier, weil ich bin ja immer so super vorbereitet. Ich tagge A Wish 1987. Ich tagge, wenn sie Bock hat, Diana 0380. Ich tagge Atari. Ich tagge In Love With Design. Ich tagge Make-up-Zauber, Lieblingstochter 1, Muska 1906. Ja, mein Schatz, ich weiß, es ist nicht so schlimm. eine tagge ich noch. Und ich tagge Tasha Tobago und Quatsch, Felina, dich habe ich auch noch gedacht. Wie Felina, wie heißt denn du? Wieder hier. Filinka 1986. So, jetzt haben wir es alles. So, ich hoffe, meine Lieben, ihr macht mit. Euch hat der Tag gefallen. Vielen lieben Dank nochmal an dich, Mel, dass du mich getaggt hast. Ich finde es ja immer toll, dass du mich mit Arbeit hier versorgst. Wenn ihr Vorschläge oder Wünsche habt für Videos, dürft ihr mir das gerne wieder unten in den Kommentaren posten. Oder sonst auch irgendwas. Falls ihr mich das erste Mal seht und ihr weiterhin Bock auf mich habt, dann klickt doch einfach mal da. Ich glaube da drauf, auf Abonnieren und da verpasst du kein Video mehr von mir. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bis beim zum nächsten Mal, bevor meine Katze hier komplett abdreht. Und noch eine Frage, vielleicht sieht man es so ein bisschen. Wollt ihr ein Tutorial oder vielleicht ein Face of the Day zu diesem Make-up oder Augen-Make-up besser gesagt? Ich finde das so genial, mir gefällt es so gut. Und wenn ihr darauf Lust habt, sagt mir doch Bescheid, ja? Dann mache ich euch das. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.